Schon als Kind wollten sie, Bille und Sabine, unbedingt einen Hund haben. Und die Liebe zu den Vierbeinern, ja, die hält bis heute an. In jeder freien Minute kämpfen nämlich die beiden berufstätigen Frauen ehrenamtlich um das Leben vieler streunender Hunde in Ungarn. Denn dort werden diese nach nur 2 Wochen auf der Straße sonst eingeschläfert. Ein Wettlauf mit der Zeit für die beiden. Deshalb ist ihnen kein Weg zu lang, um diese Hunde vor dem Tod zu retten. 7 lange Stunden Autofahrt liegen hinter Sabine Tümmich und Sibylle Nordtrup. Vom fränkischen Kulmbach bis zum ungarischen Tierheim in Nöschkanizsa. Man ist erschöpft, es war schön warm im Auto, aber man freut sich hier zu sein und freut sich die Hunde zu sehen. Da vergisst man die Anstrengung erstmal. Ausruhen kann man sich dann am Abend. Bei gutem Essen. Die Helferinnen aus Franken sind zur großen Unterstützung von Tierheimleiterin Schuscha und ihren Mitarbeitern geworden. Sie bringen Utensilien für Hunde, alles Spenden aus Deutschland. Am Rande der 50.000 Einwohnerstadt ist in den vergangenen Jahren ein großes Tierheim entstanden, in dem vor allem Hunde aufgenommen werden. Doch für die Arbeit gibt es kaum Geld von der Stadt und sehr wenige Spenden vor Ort. Die Mitarbeiter sind zum Großteil Sozialhilfeempfänger, die zu der Arbeit verpflichtet werden. Eine weitere Stütze sind Schüler, die hier ihre Sozialstunden ableisten. Ständig werden Tiere hier abgegeben, auch Katzen. Kleine Katze. Ja, die kam gestern rein mit ihrer Schwester. Niemand braucht hier eine Katze. Das ist für die Leute hier ist das mehr wie Ratten, Katzen. Doch das größere Problem sind Hunde. Innerhalb von 14 Tagen wollen Sabine und Sibylle Hunde wie Arthur und Körmersch nach Deutschland vermitteln. Dafür dokumentieren sie jeden Hund einzeln. 60 Zentimeter. Arthur ist 60. Hier nehmen wir die Größe des Hundes auf an der Messlatte, lassen die Hunde erstmal rauslaufen, damit so ein bisschen die Energie abgebaut wird. Dann schauen wir, wie verträglich das sind, wie sie an der Leine laufen können. Ja, einfach den Charakter des Hundes. Sehr freundlich und verschmust, verträglich mit und Hunden. Verschmust. In Deutschland herrscht ein bisschen Bedarf an gut vermittelbaren, sozialisierten Hunden. Also da ist die Nachfrage sehr groß an Familienhunden. Nachdem Arthur für gut vermittelbar befunden ist, wird er fotografiert, um noch von Ungarn aus auf die Homepage des Vereins gestellt zu werden. Jeder kann sich jetzt für Arthur bewerben. Mit dem Bau der Quarantänestation haben Sabine und Sibylle auch die Arbeit vor Ort unterstützt. Hier müssen viele Hunde isoliert die ersten Tage verbringen, bevor sie vermittelt werden können. Hier ist ein ganz armer Tropf, der wurde auf der Straße aufgegriffen, ist blind, ganz dünn, hat in Ungarn überhaupt keine Chance. Wir hoffen jetzt, dass er hier ein bisschen zunimmt und dass wir für ihn dann einen guten Platz doch in Deutschland bekommen. Tierheimleiterin Schuscha hat zum Abendessen geladen. Es gibt eine ungarische Spezialität, Dödele, eine Kartoffelspeise, zusammen mit Hirschgulasch. Es ist viel schöner, unter der Bevölkerung zu sein als purer Tourist. Innerhalb von 3 Jahren ist aus der Unterstützung für Hunde und Tierheim eine deutsch-ungarische Freundschaft geworden. Sabine und Sibylle unterstützen verschiedene Tierheime in Ungarn. So verbringen sie auch vor Ort wieder viele Stunden im Auto. In einem anderen Land mit einer anderen Mentalität. Also in Ungarn hat halt das Tier noch einen ganz anderen Wert. Die Hunde zum Beispiel sind Gebrauchsgegenstände, die bewachen das Haus. In Deutschland ist der Hund mehr eine Freizeitbeschäftigung. Bei vielen Leuten auch Ersatzpartner. Heute geht es nach Dombova zur sogenannten Tötungsstation. Laut Gesetz müssen streunende Hunde in Ungarn innerhalb von 2 Wochen weitervermittelt werden, sonst werden sie getötet. Also vor Jahren, als wir hier nicht tätig waren, war das so, es wurden wirklich alle Hunde eingeschläfert mit T61. Das ist ein Nervengift, das die Muskeln des Hundes lähmt und er erstickt dann langsam, weil es eine billigere Variante ist als die normale Art der Einschläferung. In dem kleinen Tierheim von Dombova, das immer noch Tötungsstation genannt wird, kümmert sich Kata um das Schicksal der Hunde. Wieder ist eine trächtige Hündin ausgesetzt worden und kam im Tierheim nieder. Kata liebt jeden einzelnen Welpen und muss sich doch von ihnen bald trennen. Ich habe gutes Gefühl. Ich weiß, dass die Tiere in Deutschland gute Zuhause finden. Ja, manchmal sie fehlen uns. Aber das ist normal. Ich habe gutes Gefühl.
Sabine hat inzwischen einen Kampfhund an der Leine, der nicht nach Deutschland vermittelt werden darf. Das ist jetzt der Franco, ein Staffordshire Terrier. Der wurde beschlagnahmt, weil er angeblich Pferde gejagt hat. Musste dann auch 14 Tage streng in der Quarantäne sitzen und ist eigentlich ein ganz netter Kerl. Sabine und Sibylle haben erreicht, dass die gesetzliche 14-Tages-Frist vor der Tötung lockerer gehandhabt wird. Schon lange ist hier kein Hund mehr eingeschläfert worden. Erfolg einer Tierliebe, die bis in die Kindheit zurückgeht. Ich wollte eigentlich als Kind schon einen Hund haben, aber die familiäre Situation hat es nicht erlaubt. Und als ich dann nur noch halbe Tage nach meinen Kindern arbeitete, war auch Platz für einen Hund in meinem Leben. Ich habe als Kind auf jedem Wunschzettel gehabt, nur einen Hund, nur einen Hund. Und mit 13 habe ich es dann endlich durchgesetzt. Und seitdem habe ich immer einen Hund. Die Zusammenarbeit mit den ungarischen Tierfreunden ist aber nicht immer so einfach wie hier in Dombova. Oft gibt es Sprachschwierigkeiten oder einfach andere Mentalitäten. Man darf auch nicht jetzt schnell arbeiten hier. Man muss immer Schritt für Schritt sich auch über Kleinigkeiten freuen, die man hier schon vor Ort verändern kann. Heute ist ein großer Tag der Freude. Zurück in Neskanija feiert das Tierheim seinen 20. Geburtstag. Festakt im städtischen Kulturhaus. Tierheimleiterin Shusha hat sich für ihre Freundin Sabine was Besonderes einfallen lassen. Es gibt einen Preis, ein Pudel in Glas. Auch mit Hoffnung auf weitere treue Hilfe. Auf die nächsten 100 Jahre. Shusha ist vor allem dankbar. Durch Sabine und ihren Verein hat das Tierheim von Neskanija so viel Hilfe bekommen, dass wir einen riesengroßen Fortschritt in den letzten Jahren machen konnten. Übernachtung und Verpflegung in der einfachen Pension zahlen Sabine und Sibylle selbst. Dafür wollen sie keine Spendengelder einsetzen. Und schon beim Frühstück arbeiten sie am Webauftritt des Vereins, stellen die Hunde direkt ins Netz. Aber alles hat seine Grenzen. Also man darf nicht zu emotional sein. Man muss schon eine bestimmte Grenze einhalten. Wie viele Leute sagen, ich kann da nicht hin, ich werde alle Hunde mitnehmen. Das geht nicht. Also da muss man einfach abschalten, das geht nicht. Wieder geht eine anstrengende Woche in Ungarn zu Ende. Die Heimfahrt nach Kulmbach steht an. Die 6 Hunde, die vermittelt werden konnten, werden eingeladen und mit Wasser für die lange Fahrt versorgt. Wir sind natürlich immer traurig, wenn wir hier alles verlassen müssen, aber freuen uns natürlich auch wieder auf unsere eigenen Tiere. Die müssen wir ja immer anderen Leuten überlassen. Und ja, wir sind mal wieder gespannt, wie die neuen Besitzer reagieren. Das ist natürlich immer eine freudige Situation. Im November kommen sie wieder. Jetzt fahren sie bis tief in die Nacht, auch wenn sie morgen wieder arbeiten müssen. Sabine als Industriekauffrau, Sibylle als Lehrerin. Die Liebe zu den Hunden ist es ihnen wert.